CDU auf Kreisbereisung im Kreis Neuwied. Julia Glöckner und Erwin Rüttel besuchten diverse Objekte und Orte in der Verbandsgemeinde Bad Hönningen und in der Stadt Neuwied. Zuerst ging es nach Leutesdorf in den Neubau der Jugendherberge. Hier wurde ein altes Kloster umgebaut. Das ist mein Gebäude. Danach ging es nach Bad Hönningen ins Seniorenzentrum St. Elisabeth. Dort wurde man mit Kaffee und Kuchen empfangen und man unterhielt sich auch mit den Leuten. Da ist es nicht schön und nicht gut. Und so wie der Geist hier weht, so wie ich es mitbekomme, hat das ziemlich viel Herz hier in dieser Einrichtung. Auch ein Besuch in der Deichstadt durfte nicht fehlen. Dort besuchte man den Knuspermarkt in der Innenstadt und gönnte sich einen Glühwein. Bleibt also diese vorweihnachtliche Stimmung mit Gemütlichkeit. Einmal in den Lauber. Ich bin nicht drauf. Abschluss des Tages war das Bürgerforum in Rhein-Prohl. Peter Hart stellte sich von seiner Arbeit vor. Julia Glöckner stellte sich dem Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Ich komme aus Wand Breitbach, Nachbarverbandsgemeinde. Und zwar, wenn man... Also es war ein sehr interessanter Tag mit Julia Glöckner. Sie geht auf die Menschen zu. Wir haben interessante Projekte uns angesehen, wie die Jugendherberge in Leutesdorf. Wir waren in einer Senioreneinrichtung, haben hier sehr viele Kontakte mit älteren Menschen gehabt, mit den Mitarbeitern und haben auf dem Weihnachtsmarkt in Neuwied viele Bürgerkontakte gehabt und dann natürlich hier beim Treffpunkt Julia Glöckner in Rhein-Prohl die Kandidatur von Peter Hart als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Hönningen unterstützt. Also es waren viele positive Eindrücke, viele positive Kontakte und wir glauben, dass wir mit Julia Glöckner hier in Rheinland-Pfalz auf einem guten Weg sind und dass wir 2016 den Wechsel zu einer besseren Politik hier in Rheinland-Pfalz hinbekommen. Möchte aber die Gelegenheit nutzen, den Bürgern im Kreis Neuwied ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für 2015 zu wünschen. Es war ein interessanter Tag. Wir waren zum Beispiel in einem Altenheim, in einem Projekt für eine neue Jugendherberge, dann heute Abend das Bürgerforum, auf dem Weihnachtsmarkt, ist ja der Knuspermarkt hier in Neuwied. Ich habe den Tag empfunden als sehr, sehr bereichernd für mich. Ich habe viele Leute getroffen, die mir ihre Anliegen mitgegeben haben. Und das, glaube ich, ist das Wichtigste, dass Politiker hinhören und vor allen Dingen auch was mitnehmen, was die Leute bewegt. Jugendherberge ist was für Familien, für junge Leute, für Menschen. Und diese Jugendherberge ist ein Angebot für Menschen mit geringerem Geldbeutel. Aber es ist auch eine Einladung, mitten ins Land auch zu kommen. Und das ist was für die Zukunft, aber genauso wird es für die Zukunft die Herausforderung sein, älteren Menschen Hilfe anzubieten, in der letzten Lebensphase nicht allein zu sein. Und deshalb spielt natürlich Altenheim eine ganz wichtige Rolle. Aber sie müssen mit Liebe und Zuwendung auch getragen sein. Und das ist zum Beispiel in St. Elisabeth so. Den Bürgern im Kreis Neuwied wünsche ich natürlich einen wunderbaren Festtag, einen guten Start ins Jahr 2015. Und vor allen Dingen möchte ich mich bei allen bedanken, die ehrenamtlich tätig sind, denn das könnte der Staat nie alleine leisten. Vielen Dank.